Yo Leute, was geht? Freunde, wir sind gerade im Gefängnis in GTA 5. Ich glaube, ihr habt es alle mitbekommen, Freunde. Und zwar sitzt Franklin tatsächlich wegen Steuerhinterziehung in Haft, Leute, weil er seine Steuern in der 1-Million-Dollar-Challenge nicht geschafft hat zu zahlen. Und deswegen, ja, sitzen wir heute Leute im Gefängnis. Sind ganz neu reingekommen, Freunde. Und hier sind auf jeden Fall unsere Kollegen. Ich weiß nicht, ich kenne die nicht. Ich kenne die auch beim Namen nicht. Aber ich nenne den einfach mal Bob und den nenne ich mal Günther. Ja, und die gönnen sich gerade hier ein bisschen Mittagessen. Und das Ding ist, Leute, ich habe auch ziemlich Hunger. Ich habe mir bisher noch nichts abgeholt, aber Leute, Franklin ist ein bisschen schüchtern, denn er hat gehört, es gibt hier eine Lunchlady, die soll richtig, richtig böse sein. Also die soll wirklich ungeheuerlich böse sein. Und jeder, der das Essen von ihr abholt, der hat eigentlich Angst, muss man sagen. Es gibt einige dort hinten in den hinteren Reihen, die haben vielleicht weniger Angst davon. Aber gut, ich würde mal sagen, Leute, dann holen wir mal unser Essen ab. Heute gibt es, glaube ich, Burger auf der Karte. So, okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Cafeteria, dort direkt an den Tresen, Leute. Und schauen wir mal, ob wir noch was bekommen. Okay, Leute. Oh mein Gott, da ist die Frau. Alter, was ist das für eine? Guckt euch die mal an, Leute. Das ist die Lunch Lady. Die sieht ja richtig gefährlich aus, Alter. Okay. Hallo? Ich bin neu hier und ich würde gern was essen. Okay, wie funktioniert das hier? Was willst du, Neuling? Ja, ich hätte gern, weiß nicht. Was haben sie denn heute im Angebot? Also ich sehe, da hinten ist ein Kürbis. Gibt es hier irgendwie auch Kürbissuppe? Ich mag die ganz gerne. Wir haben nur Burger übrig. Nimm es oder nicht. Ja, okay, ist doch gut. Ey, Mann, die ist ja richtig böse drauf, ey. Hat sie einen schlechten Tag oder hat sie was Falsches gegessen? Okay, dann nehme ich, nehme einen Burger, okay? Dann nehme ich gern einen Burger. Okay, ja, Leute, das ist der Burger. Ich muss sagen, wenn man den genauer anschaut, der sieht gar nicht so lecker aus. Also ich weiß nicht. Oh mein Gott, die hustet auch noch. Das fällt mir jetzt ja gerade erst auf. Die hustet auf das Essen, Leute. Ich bin ehrlich, mir ist so ein bisschen der Appetit vergangen, aber gut. Aber egal, ich nehme es einfach mal, Leute. Ich will nicht, dass sie mich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich nehme es einfach und ich gehe jetzt einfach. Okay, danke schön. Danke schön, Lunch Lady. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, wünsche ich Ihnen. So, okay, da bin ich wieder da, Leute. Hä? Wo sind die denn, Leute? Hey, wo sind die Leute denn jetzt hingegangen? Die haben ihre Burger noch gar nicht mal aufgegessen. Ich glaube, der hat ihn nur einen Bissen gegessen. Okay, Franklin, ey, ich habe mega Hunger. Ich weiß, das sieht super ungesund aus. Das sieht überhaupt nicht ganz lecker aus, aber ich muss es essen. Okay, Franklin, hau ordentlich rein. Das ist unser erstes Essen, seitdem wir im Gefängnis sind. Let's go. Okay. Ja, war nicht so gut, Leute. Ich bin ehrlich, das war wirklich nicht gut, der Burger. Der hat nicht gut geschmeckt und wow. Was ist da mit diesen Leuten passiert? Hä? Schaut euch das mal an, Freunde. Geht's denen gut? Alter, was ist mit denen passiert? Ich wette, das war diese Lunch Lady, oder? Hat die irgendwas gemacht? No way, hat die vielleicht irgendwas in diesen Burger reingepackt oder in die Getränke? Oh mein Gott, Franklin, wir haben die Burger auch gegessen. Ich will nicht... Nein, 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 Franklin. Oh mein Gott, ich glaube, ich gehe mir jetzt übel, Leute. Franklin geht's, glaube ich, übel. Ich muss den Burger auskotzen. Ich muss ihn schnell auskotzen. Ich will nicht sterben. Ich muss den auskotzen, Freunde. Oh, oh mein Gott, Franklin. Oh, was ist mit dem los? Okay, geht's dir besser? Boah, ey, ich wette, dieser Burger war vergiftet. Leute, ich weiß es. Dieser Burger war vergiftet und da steckt diese Lunch Lady dahinter. Okay, ich glaube, ihm geht's besser, Freunde. Boah. Oha, Alter, Franklin. Boah, wer macht die Toilette jetzt sauber? Ich hoffe mal, das wird dann... Ich glaube, das wird die Lunch Lady übernehmen. Ne, die wird das schon machen. Die wird das schon sauber machen, okay. Freunde, aber ich bin wirklich ehrlich. Da geht etwas ganz Fischiges wirklich vor sich. Und ich meine damit nicht den Burger, der nach Fisch gestunken hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Lunch Lady irgendwie einen geheimen Plan hat. Deswegen gehen wir da jetzt noch einmal hin, Freunde. Und ich werde jetzt mal vorsichtig sein, Leute. Freunde, damit die Lunch Lady nicht zu euch nach Hause kommt, lasst jetzt ein Like da und vergesst nicht, den Kanal jetzt zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. So, wir sind jetzt wieder da. Guckt euch das an, Freunde. Ich wette, die sind alle vergiftet worden. Wären wir nicht in der letzten Sekunde gekommen und hätten das alles aus der Toilette rausgelassen, dann wäre das mit uns passiert. Was ist das hier? Meine Güte, okay, Leute. Einigen geht's noch okay, aber ich glaube, die haben noch gar nicht angefangen zu essen, oder? Vielleicht fühlen sie sich auch schon schlecht. Oh mein Gott, so, wo ist diese Lunch Lady, Leute? Wir gucken mal. Ich sehe sie nicht, Leute. Wo ist die Lunch Lady? Ist sie jetzt immer noch dort im Hintergrund? Oh Mann, Leute, ich habe ein wirklich ganz ungutes Gefühl. Aber ich muss der Sache auf der Spur sein. Ich muss der Sache mal wirklich auf den Grund gehen. Wir schauen mal, Leute. Ich glaube, das führt zur Küche. Dieser Weg führt, glaube ich, zur Küche rein. Nur autorisiertes Personal bitte reingehen. Na gut, wir sind jetzt zwar nicht autorisiert, aber ich hoffe mal, dass wir da trotzdem irgendwie es schaffen, Leute. Weil ich bin ehrlich, ich habe jetzt wieder richtig Hunger und ich habe keinen Bock, am nächsten Tag wieder dieses Essen zu essen, weil ich muss irgendwas essen. Und wenn es diese vergifteten Burger sind, die wollen uns ja alle loswerden. So, Leute, wir sind jetzt drinne. Okay. Oh, hier führt eine Treppe rauf. Okay, wir schauen mal um. Ist hier jemand? Nee, ich sehe hier soweit niemanden. Alles gut, Leute. Oh, da ist jemand. Da ist ein
Beauftragter. Okay, Freunde. Und was ist das da hinten? Da ist die Lunchlady, Leute. Da ist diese Lunchlady. Okay, Freunde. Ich weiß nicht genau. Sollen wir zu dieser einen Person darüber gehen? Vielleicht arbeitet sie da und die Lunchlady löst sie ab. Oder vielleicht ist sie die echte Lunchlady. Oh mein Gott, was macht die da? Was macht die da mit dem Hammer? Leute, ich will nicht hingucken. Ich will nicht hingucken. Oh mein Gott, Leute, was ist das für Geräusche? No way, was hat die getan? Was hat die getan? No way. No way, ist jetzt erledigt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Freunde. Und jetzt geht sie wieder an die Theke. Alter. Hey. Hey, hörst du mich? Oh, nein, 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 Leute. Sie kann mich nicht hören. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich muss mich verstecken. Ich glaube, sie kommt gleich, oder? Sagt mir nicht, dass sie gleich kommt. Freunde, ich muss echt vorsichtig sein. Alter, okay. Ganz gefährlich, Freunde. Okay, weißt du was? Ich glaube, ich verstecke mich erstmal hier. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, mal gucken, Leute. Oh mein Gott, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Versteck dich, Franklin, versteck dich. Komm schon, oh mein Gott. Oh, komm schon, rein, rein, rein. Oh, oh mein Gott. Ich hoffe nicht, dass sie mich gesehen hat. Franklin, komm schon. Oh, Junge, wir sind drin. Huh. Okay, Leute. Die ist aber ganz merkwürdig drauf. Seht ihr das? Seht ihr die? Die patrouilliert hier gerade rum. Okay, wir müssen hier raus, Leute. Wir müssen hier raus. Die ist wirklich irre geworden. Die ist wirklich eine irre Frau geworden. Boah, wir müssen echt vorsichtig sein, Freunde. Ich wusste, dass sie ja irgendwas mit zu tun hat. Die hat einfach alle Leute hier erledigt. Sie hat die komplette Kontrolle über die Kantine übernommen. Oh mein Gott. So, bewegt sie sich jetzt überhaupt oder was macht sie gerade? Oh mein Gott. Bleib stehen, Frickle. Bleib stehen. Bleib stehen. Ganz gefährlich. Ganz, kann ich mein Handy wenigstens rausholen? Kann ich die vielleicht angucken? Ja, da ist sie, Leute. Da ist sie. Oh, sie guckt direkt, aber ich kann ihr Gesicht nicht sehen. Franklin, hoffentlich sind wir nicht erwischt. Bitte. Sie muss gehen, sie muss gehen. Sie hat irgendwas. Sie riecht uns, glaube ich. Ich glaube, sie riecht uns. Boah, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Bitte. Ich kann nicht aus der Deckung gehen. Ich muss hier weg. Oh, wenn die mich hier sieht, Leute. Wenn die mich hier sieht. Das ist schon auffällig. Die bewegt sich überhaupt keinen Schritt gerade. Das ist absolut auffällig momentan. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Oh, jetzt geht sie. Jetzt geht sie, Leute. Das ist jetzt unser Moment. Komm, 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 Franklin. Komm, komm, komm. Alles gut. Okay. So geht's. Nein, 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 nein. Holy moly, Leute. Ich weiß nicht, ob sie uns gesehen hat. Boah. Okay. Alles klar. Weißt du was? Ich versuche sie einfach mal zu rufen. Und vielleicht kommen wir ja irgendwie noch ins Gespräch. Ich weiß es nicht genau. Wir probieren es einfach mal. Okay, Leute. Wow, 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 wow. Jeder von denen wurde erledigt. Wir sind der einzige Überlebende. Okay, ich tue jetzt mal so, als hätte ich meinen Burger gegessen. Ich tue mal so. Okay. Hallo, junge Lunchlady. Oha. Was ist das für ein rotes Zeug da auf ihrem Kleid? Was ist das? Eine Ketchupflasche ist explodiert. Was juckt dich das? Ja, ich frag ja nur, weil eigentlich, okay, wenn Ketchup... Sind Sie sich sicher, dass... Also, was ist mit den ganzen Leuten hier passiert? Warum sind die denn alle tot? Können Sie mir das vielleicht sagen? Also, ich habe den Burger gegessen, aber ich weiß nicht, mir geht's gut. Du stellst zu viele Fragen. Verschwinde oder ich schlag dich. Oh mein Gott. Okay, wir gehen, Leute. Wir gehen. Wir gehen. Aber wisst ihr was, Leute? Wir können das nicht auf uns sitzen lassen. Ich muss diese Lunchlady erledigen. Leute, wir müssen gegen diese Lunchlady kämpfen. Denn wisst ihr, was das Problem ist? Die wird jetzt jeden Tag die ganzen Insassen, die sind, immer mit diesen Burgern vergiften. Und wir müssen das ja auch essen. Wir haben nichts zu essen. Diese Orangen. Die sind bestimmt auch alle vergiftet. Ich habe keinen Bock, hier im Gefängnis die ganze Zeit zu sitzen und von dieser Lunchlady bekocht zu werden. So lange sitze ich hier noch gar nicht. Aber ich muss was essen. Okay, Freunde, wir werden Folgendes tun. Wir gehen jetzt nochmal rein und wir gucken mal, ob es hier vielleicht jemanden gibt, der eine Waffe hat. Und dann werden wir Leute gegen diese Lunchlady ankämpfen. So, gerade steht sie noch dort. Also alles entspannt. Währenddessen liegt die Lunchlady vom gestrigen Tag wahrscheinlich dort. Okay, wir gucken mal, Freunde, ob da oben was ist. Wir gucken einfach mal ganz entspannt. Schauen wir mal. Okay, da ist jemand. Hat der denn wenigstens was Nützliches, was wir benutzen könnten? Vielleicht etwas... Oh ja, er hat einen Schlagstock. Seht ihr das? Er hat einen Schlagstock dabei. Okay, Freunde, wir haben bis jetzt gar keine Waffen. Leute, ihr seht's. Wir haben nicht eine einzige Waffe. Okay, also versuchen wir mal, an den Schlagstock ranzukommen. Let's go, Franklin. Mach's 3, 2, 1 und zack. So, gute Nacht, mein Freund. Aber ich brauche das. Ich brauche das. Let's go, Freunde. Okay, jetzt haben wir den Schlagstock. Und unser Plan wird sein, Freunde. Wir werden diese Lunchlady gleich irgendwie überraschen. Wir werden sie gleich überraschen. Boah, Freunde, aber ich bin ehrlich, ich habe richtig Angst vor dieser Lunchlady. Die ist wirklich, wirklich creepy. Jetzt müssen wir uns langsam ranschleichen, Freunde. Alles nach Plan. Alles nach Plan laufen lassen. Oh mein Gott, da kommt sie, Leute, da kommt sie. Okay, Franklin, wir gucken mal, was sie macht. Wir gucken mal. Oh, nein, 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 nein. Leute, wir müssen ganz vorsichtig sein. Die darf mich nicht sehen. Die darf mich nicht sehen, okay.
Okay, komm schon. So, wir schleichen uns ganz langsam gleich an sie ran. Komm schon. Ich weiß nicht. Sie guckt diese Frau schon wieder an. Ich glaube, sie überlegt sich gerade, wie die eine sie versuchen wird zu entsorgen oder so etwas. Okay, ist jetzt der richtige Moment, Leute? Sollen wir uns jetzt reintrauen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, Leute. Sollen wir jetzt hingehen oder nicht? Okay, sie bewegt sich. Sie bewegt sich. Okay, Franklin, jetzt oder nie? Jetzt oder nie, Franklin? Let's go. Let's go. Ganz leise, Leute. Ganz leise. Okay. Oh. Was habe ich aufgesammelt? Was habe ich hier aufgesammelt? Hallo? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh nein, 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 komm, jetzt, jetzt greif an. Oh, Franklin, komm, greif an. Wow, okay. Okay. Nein, nein, komm, 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 sie läuft, sie läuft, sie läuft, sie läuft. Oh, let's go. Franklin, komm schon. Wow. Wow, wow, wow. Okay. Alles gut. Oh, da hat sie den Hammer fallen lassen. So, wir nehmen den mal mit, Leute. Wir nehmen den mal mit. Aber komm, um einfach nur mal sicher zu gehen. So, um einmal kurz sicher zu gehen. So, damit sie nicht wieder aufsteht, Leute. Let's go, Leute. Let's go. Puh, okay. Das war erschreckend. Das war, ehrlich gesagt, wirklich ziemlich erschreckend. Okay, Freunde. Wir sind der letzte Überlebende. Die anderen haben es alle nicht geschafft. Wir haben es überlebt, Leute. Hoffentlich wird die Lunchlady von morgen besser sein als die Lunchlady von heute. Oh, und damit gehen wir jetzt, Leute, in unsere Zelle zurück. Toilette ist leider nicht sauber gemacht, aber gut. Jetzt müssen wir auf jeden Fall überlegen, wie wir aus dem Gefängnis rauskommen werden. Und ich bin sehr gespannt, was für eine Lunchlady wir am nächsten Tag bekommen werden. Leute, ich hoffe an der Stelle, dass euch das Video gefallen hat, Freunde. Wenn ihr einen zweiten Teil mit der Lunchlady haben wollt. Egal, ob es in GTA 5 ist oder mit einem anderen Spiel, Freunde. Es gibt auch andere Horrorspiele mit der Lunchlady. Da, Leute, lasst ein Like da, damit ich das vielleicht auch mal zeigen soll. Und ich würde auf jeden Fall sagen, lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. ID-Song ist raus. Haut rein, Freunde, und ciao.